Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Mortal Kombat 1 Video. Ja, wir haben ja noch keine Videos mit Cyrix gemacht, daher ja, Cyrix ist für mich der letzte Schrei. Und wir werden hier die Tower of Time machen, das jetzt neu bei Mortal Kombat Reigns gekommen ist, also der Erweiterung von Mortal Kombat 1. Und Cyrix hat es mir ziemlich angetan. Und in letzter Zeit spiele ich auch etwas mehr Mortal Kombat 1, da es ja, wie gesagt, ein gutes Kampfspiel ist. Und ja, Cyrix macht mir wahnsinnig viel Spaß. Daher machen wir auch in der Tower of Time Modus ihr Arcade Run. Dann let's go. Daher beachtet nicht den Schaden. Das ist nämlich gebunden mit dem, wie nennt man das? Mit dem ganzen Kartenlaufen. Oh, dann wollen wir mal gucken, wie das hier alles ablaufen wird. Sektor will come for you too. Because I spent time with the Shirai Ryu? That's crazy. Ich hoffe, die Bildqualität ist diesmal so wie gedacht, weil ich habe letztens die PS5 umgestellt und dann habe ich es runtergeladen. Ein kleiner Fehler von mir. Ah. Naja, und ansonsten, ja, also wie gesagt, die Änderung von Cyrix Charakter, okay, sei mal dahingestellt, aber so generell Cyrix wieder spielen, macht Spaß. Ja, jedenfalls, ich bin ja, wie man glaube ich gemerkt hat über die Videos, ich bin ein kleiner Cyrix-Fan. Warum nicht Sektor? Ich stehe auf Bomben. Ich mag es, wenn es explodiert. Ja, bin ich so der Raketen-Flammenwerfer-Typ. The armor should protect me against Harkon. May Argus have mercy on you if it doesn't. Aber ich kann mich mit der Änderung halt arrangieren. Wie gesagt, die Story hier gefällt mir nicht so sehr, aber die Charakterisierung, ich finde die ganz okay. Ich habe auch eine Menge Zeit investiert in Cyrix. Ist jetzt vielleicht nicht der übergroße Kontrollwurf wie bei Ashra. Aber ja, doch. Also, ich muss schon sagen, ich hau da ein bisschen was rein, damit ich so zumindest im Kampf ziemlich gut bin und dass ich da zumindest für mich selber den Spaß rausziehen kann. Ja. Mal gucken, vielleicht mache ich noch ein bisschen mehr Mortal Kombat 1 Content, wenn Ghostface kommt, da ich in letzter Zeit doch ein kleiner Screenfan geworden bin. Bin ich mal gespannt, was wir mit dem machen. Und ja, wollen wir mal schauen, wann da was kommen wird, aber ja, erstmal Arcade Run hier. Scheiße. Na komm.
that ended poorly for you. Brutality. Cyrax wins. Oh, ansonsten, ja, Cyrax Brutalities, ja. Also ich mag die Mobilität relativ. Wie gesagt, dieser eine Meterless-Kombo mag ich auch sehr gerne. Daher, so. Cyrax Fats. Ist mal wieder schön, überhaupt Cyrax wieder im Mortal Kombat Roster zu haben. Und ich sagte ja immer schon, Mortal Kombat 1, gutes Kampfsystem. Das Ganze drumherum, da muss man Gefallen selber sonst finden. Meins ist es nicht ganz. Aber das Spiel. Und es ist ja ansehnlich. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich einen puren Hass habe, Baby. Ich meine, die Idee, dass es jetzt eine Rüstung ist, okay. Ja. Brutality. Cyrax wins. Ich finde, wie gesagt, diese ganze Idee nicht ganz verwerflich. Ich meine, zumindest haben diese Charaktere eine... Die haben sich schon was dabei gedacht. Your coup was not about grievance, it was about power. Which I'd wield better than Sindel or her daughter. Aber der Plot, der ganze Plot drumherum, ja, ist immer noch nicht so. Ist immer noch nicht so meins. Ah ja, klar. Your choices led you here. Brutality. Cyrax wins. Vor allen Dingen, ich kicke hier auch die ganzen Coins und so, dass die Tower of Time wieder zurückgekommen sind. Und ich finde das interessant, dass man hier auch die Arcade-Endings holen kann. Ja, und das mit seinem overpowerten Charakter, weil es ja ein bisschen Rollenspielaspekt hat, aber deswegen ist ja der Schaden hier immens. Beziehungsweise der Schaden-Gap besser, also stapelt sich besser. Kaputt. You cannot best Izaki. Brutality. Cyrax wins. Ja, und die Animalities, die haben sich schon was dabei einfallen lassen. Also, ja. Ist schon nicht ohne. Die haben ja wirklich bei den Tieranimationen, haben die sich wirklich reingelegt und. Ja, die sind immer noch dämlich, also beziehungsweise manche sind dämlich, manche sind lustig.
Ja, also sie haben es schon funny gemacht. Anstatt, dass es peinlich wird. Okay, final round, baby. Oh. Komm schon, Tarex. Geh in die Fäse. Ja. Ich finde es auch gut, dass sie auf die Details achten, dass das Blut auf der Maske bleibt. Though Kuai Liang had accepted me as a Shirai Ryu, many of his warriors could not. The bloodshed at the wedding had left many injured and scarred. Their hearts understandably simmered in bitterness. It boiled over one day as we trained. A push became a shove, and suddenly I was fighting for my life. After he intervened, Kuai Liang banished the instigators. It made me ill, how my presence was disrupting the clan. It was no way to repay Kuai Liang's mercy. So, I offered to resign and asked for those who attacked me to be reinstated. But instead of ending my time with the Shirai Ryu, my gesture heralded a new beginning. It gave those still resentful of me pause, enough for them to permit me a fair chance to prove myself. Given the circumstances, it is all I can ask. Oh ja. Also man erfährt nicht viel mehr wie beim Ende. Ja, okay, meine Damen und Herren. Joa, ist gar nicht mal so übel. Ja, was kriegen wir noch? Kriegen wir was? Nee, ne? Ach ja, man kriegt jetzt noch hier die ganzen Belohnungen. Plus 5. Ja, alles klar. Okay, meine Damen und Herren, dann wär's das mit... Moment, wo muss ja immer hier so raus? So. Genau. So, ja, meine Damen und Herren, das wär's dann mit dem Arcade Run von Cyrex in Mortal Kombat 1. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da unten im Kommentar. Und wenn euch nicht nur mein... Mortal Kombat bzw. Stage Zeug gefällt, dann lasst ein Abo da und klingelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ja, und ich würde sagen, ich bin DK, das Game Stage 5 und wir sehen und hören uns wieder, wenn es wieder heißt Mortal Kombat.